Für Österreicher ist der folgende Hinweis vielleicht gar nicht nötig, da wir in der Umgangssprache ohnehin das P und T nicht behauchen, also nicht aspirieren, wie etwa im Englischen. Normalerweise sprechen wir von Tante Pauline, von Peter und Paul, von einer Puppe, von Toni, essen Torte, trinken Tafelwein und so weiter. Manche sind es aber vom Englischen gewohnt, P und T zu aspirieren und übernehmen diese Gewohnheit in andere Fremdsprachen. Auch Deutsche haben Probleme, diese Laute unbehaucht zu sprechen. Im Italienischen dürfen wir das auf keinen Fall machen. Jedes P, jedes T wird als stimmloser Verschlusslaut gesprochen, aber nicht behaucht. Einige Beispiele gleich vorweg, der Rest dann mit der PowerPoint. Papa, Palla, Porta, Tata, Talpa, Torta. Also das P auf keinen Fall aspirieren. Sie können sich diesen folgenden Spruch vielleicht auswendig merken und immer wieder mal vorsagen und sich daran erinnern, wie das P im Italienischen zu sprechen ist. Prima pensa, poi parla, perché parola poco pensata porta pena.